Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Narco Trafficante Box von 18 Karat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Narco Trafficante von 18 Karat, das Ganze am 8. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das fünfte Album von 18 Karat, kommt hier in einer sehr speziellen Box. Und zwar haben wir hier die eigentliche Box. Das ist diese Maske, die sich hier drin befindet. Und um diese Box befindet sich hier noch eine weitere Box, also die Verpackungsbox quasi. Ja, die hat beim Weg hierher, beim Transport etwas gelitten. Also wir haben hier unter anderem das Ganze eingedrückt und auch auf den Seiten hier wurde das Ganze ziemlich stark beschädigt. Normalerweise würde mich das jetzt sehr, sehr aufregen und stören. Allerdings, nachdem wir die eigentliche Box hier gut gepolstert, drinnen aufbewahrt ist, ist das Ganze zu verschmerzen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. So, hier seitlich ist das Ganze schon mehr oder weniger geöffnet. Hier können wir dann wunderbar weitermachen. Auch wenn die Folie hier extrem dick ist. Aber es geht. So. So, also, das ist sie, die Narco Trafficante Box. Kommt hier in schwarz, hat hier lauter graue Sprenkel, so als wäre sie wirklich irgendwie staubig oder verunreinigt, aber das ist hier wirklich im Karton so eingearbeitet, das ist scheinbar so beabsichtigt. Hier lesen wir einmal den Albumtitel Narco Trafficante mit einer AK-47 darüber. Narco Trafficante, das heißt auf Deutsch so viel wie Drogenhändler bzw. Drogenschmuggler. Dann haben wir hier vorne so ein kleines Sichtfenster. In diesem sehen wir dann die eigentliche Box, die Maskenbox. Auch hier wieder Albumtitel plus Interpret. Auf der Seite haben wir dann hier drei Symbole, also Drogen, Waffen und Geld hier symbolisiert. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben nochmal den Schriftzug plus natürlich die Labels und die Beteiligten. Barcode ist auch dabei. Und hier dann auch nochmal Drogen, Waffen und Geld. Unterseite glatt schwarz. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Hier an der Seite lässt sich das Ganze öffnen. Die Laschen hier rausziehen. Einmal und na, zweimal. Und dann können wir wunderbar öffnen. Und hier haben wir dann die eigentliche Box. So, Luftpolster sind hier mit dabei. Dann heben wir die Box hier mal raus. Nicht so einfach. So, Box ist nun leer. Können wir wieder verstauen. Machen wir es noch zu. Ja, also die sieht natürlich jetzt etwas langweilig und leer aus. Der Inhalt ist entnommen. Aber die eigentliche Box ist eben diese hier. Ja, Maskenbox, der Name ist Programm. Wir haben hier die charakteristische Gesichtsbedeckung, die Maske von 18 Karat, hier in Gold. Supremus auf der Seite hier eingestanzt, also das Ganze ist hier so wirklich graviert, bedruckt, wie auch immer. Dann die Maske mit den Kratzern und natürlich hier den Schuss, den Einschüssen. Rechts dann nochmal 18 Karat. Auf der Unterseite glatt. Hier haben wir ein kleines Löchlein. Und zwar können wir hier mit Hilfe dieses Löchleins mit einem Haken das Ganze aufhängen. Wenn man will. Hier hinten noch das Scharnier. Ja, und dann lässt sich das Ganze hier wunderbar aufklappen. So, und jetzt kommt hier der eigentliche Boxinhalt zum Vorschein. Wir haben hier zum einen mal die Wasserflasche, die sich hier scheinbar schon aufgelöst hat. Also sowohl hier die Flasche an sich, als auch das Etikett, um das Ganze zu tarnen. Das Etikett hat sich hier an das Shirt, an die Verpackung vom Shirt dran gemacht. Okay,
Schauen wir mal, ob wir das noch richten können. Also, die Flasche. Dann haben wir mit dabei ein Shirt. Natürlich das Album an sich. Narco Trafficante. Dann eine Karte. Ein Stickerbogen. Sowie ein Poster. Ja, die Box ist nun leer und wir erinnern uns, alleine schon so von der Optik, wenn man sie ansieht, die Box davor, die Schimmerpell Kriminell Box, diese hier, habe ich euch ja natürlich vorgestellt, aber in dieser Box gab es einen speziellen Inhalt und zwar die Maske von 18 Karat zum Aufsetzen und die passt jetzt hier wunderbar in diese Box hier rein. Also wenn man hier links und rechts etwas das Ganze zusammendrückt, dann findet diese Maske, Moment, wir probieren es mal, ob es sich wirklich ausgeht. Oder vielleicht mal oben. Ja, also hier scheint sie eigentlich reinzugehen. Es geht sich aber trotzdem nicht aus, weil hier auf der Seite noch etwas zu weit draußen. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das hier im Vorfeld getestet hat. Meine ist hier etwas zu breit. Eventuell wirklich, wenn ich hier nochmal nachhelfe und zusammenquetsche. Ja, oh ja. Also, wenn man sie etwas zusammendrückt, dann haut das hier hin. Jawohl. Jetzt ist die Box hier drin. Also die Maske hier drin in der Box. Und jetzt kann man das hier entsprechend so gestalten. Ja, wunderbar. So, dann machen wir die Box mal zur Seite. Und schau mal die zwei Sachen hier in Folie an, und zwar Shirt und Album. So, hier ist einfach nur zugeklebt oben. Und dann haben wir natürlich noch das Album. So, auch dieses hier mal aus der Folie befreien. Na, wunderbar. So, bei den Temperaturen draußen hat die CD auch etwas geschwitzt hier. Also sie ist etwas mit so einem leichten Beschlag gekommen. So, das ist das Album Narco Trafficante von 18 Karat. Das ist das Cover. Also wir haben hier den guten Mann vor einem Lamborghini. Sieht nach Lamborghini Cabrio, also Lamborghini Spider aus, wenn ich das hier richtig sehe. Dann natürlich Unmengen an Material, das hier transportiert werden muss oder verkauft werden muss. Also Marihuana kiloweise. Banger Musik präsentiert 18 Karat. Das Ganze hier in so einer Hochglanz-Goldschrift. Reguläres Jewelcase auf der Seite beschriftet und auf der Rückseite. Moment. So. Auf der Rückseite dann die Tracklist. 18 Tracks auf dem regulären Album. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Und auf CD2 haben wir dann die Bonus-EP, die Plata Oplomo-EP mit nochmal 5 Tracks. Und wir haben, soweit ich es beurteilen kann, tatsächlich nur ein einziges Feature. Und zwar hier auf Track Nummer 5 der Bonus-EP, Verliebt in einen Gangster 2 mit Nura. Ja, da gab es ja vor einiger Zeit auch schon die Videoskopplung. Ansonsten Beteiligte, Barcode und so weiter. Wir schauen mal rein. Es geht los mit dem Booklet. Also das ist hier wirklich so eine Hochglanz-Goldoptik. Sehr edel gemacht hier das Booklet. Dann haben wir hier klassisch die einzelnen Tracks mit den Angaben, wer produziert hat. Ein Foto von 18 Karat in einer riesigen Halle. Im Hintergrund wird angebaut. Dann hier mit jede Menge knapp bekleideter Frauen. Kenne ich aus einem Videoclip die Szene. So, dann hier wieder die Tracks und die Produzenten. Dann Bündel und stapelweise Bargeld, wie man es kennt. Weitere Tracks. Die Geldzählmaschine. Und zum Abschluss nochmal die goldene Maske auf dem Tisch. Und die Tracks der Bonus-EP. Credits. Und nochmal der Albumtitel. Gut, so viel zu dem Booklet. Dann haben wir hier das Album auf CD1. So sieht das aus. Also das Cover etwas herangezoomt. Und auf der Rückseite dann die CD Nummer 2.
Sieht so aus wie ein Vakuumbeutel hier mit Panzerband verpackt. Und hier wieder Drogen, Waffen und Geld. Jawohl. Übrigens, wenn es interessiert, Plata o Plomo, also der Titel der Bonus-EP, kommt auch aus diesem Bereich. Kennt man vielleicht von Narcos oder Scarface oder wo auch immer. Heißt so viel wie Silber oder Blei. Also entweder ja, Geld oder Leben auf gut Deutsch. So, als nächstes haben wir dann ein Shirt mit dabei. Das kommt hier in Schwarz und Weiß. So sieht es aus. Riesengroß, der Albumtitel hier im Brustbereich aufgedruckt. Ist auf jeden Fall sehr dick, der Aufdruck. Also normalerweise, wenn man solche Aufdrucke hat, sind die eher flach und direkt so am Shirt dran. Aber das ist wirklich so etwas erhaben. Also man kann den Schriftzug hier wirklich spüren. Und das ist wirklich so eine dicke Schicht, die hier aufgedruckt wurde. Ansonsten Rückseite hier komplett schwarz. Und wir haben es zu tun mit einem Supremus in der Größe L, made in Turkey, 100% Baumwolle. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze einmal kurz im Detail an, wie dieses Shirt hier getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck hier, riesengroß im Brustbereich, Narco, Trafikante, darüber dann die AK, ansonsten alles hier in Schwarz. Ja, also speziell in Südamerika oder generell in spanischsprachigen Ländern macht man sich damit auf jeden Fall eine Menge Freunde. So, das Shirt. Weiter geht's mit weiteren Inhalten. Wir packen das Shirt wieder zusammen und legen es zur Seite. Dann haben wir hier eine Karte. Sieht aus wie eine Autogrammkarte. Allerdings ist das Ganze nicht unterschrieben und wenn wir uns das hier an der Seite ansehen, ja, im Licht sieht man es doch ganz gut, haben wir so Knick- und Faltlinien. Also dementsprechend kann man das Ganze hier dann so einfalten und dann hat man hier so eine kleine Mischeschale, um alle möglichen Sachen hier miteinander zu vermischen. Oder man lässt es einfach so wie ich ganz, ohne es zu knicken, und dann hat man hier diese Karte. So. Als nächstes haben wir ein Poster mit dabei. Das Poster relativ klein gehalten, aber ja, musste ja auch von der Faltung in die Box noch reinpassen, in diese Maske. Dementsprechend etwas kleiner ausgefallenes Poster. A3, wenn ich das richtig sehe. Hier wieder 18 Karat, Narco Trafikante zu lesen. Das Cover kennen wir bereits, diesmal aber im Hochformat. Und auf der Rückseite ein schwarz-weiß Bild, bis auf Kette und Maske hier, alles in Schwarz-Weiß. Sieht so aus wie so ein alu-beschichteter Grow-Raum. Ja, also hier wird angebaut. Poster beidseitig bedruckt. Einmal Querformat, einmal Hochformat. Dann haben wir als nächstes die Flasche. Und die hat sich ja, wie wir am Anfang schon gesehen haben, zerlegt. Und zwar haben wir hier die sogenannte Bunkerflasche. Hier ist dann mit Kleber ein entsprechender Zwischenraum eingebaut worden. Bedeutet, hier oben weißer Schraubverschluss, ganz klassisch. So, sieht aus wie eine reguläre Flasche. Natürlich auch von der Unterseite. Allerdings haben wir dann hier mittig drin, wenn man es aufschraubt, genau, hier so zwei Bügel. Die greifen dann hier in die jeweiligen Aussparungen. Und hier in der Mitte entsteht dann dieser Platz, dieser Zwischenraum. So sieht das aus. Und wenn man hier dann noch, hier sind sogar ein paar Tröpfchen, sogar Wasser drin scheinbar. Spannend. Und wenn man hier dann noch das Ganze öffnet, hier haben wir so einen kleinen schwarzen Gummiverschluss, so einen kleinen Pfropfen hier, dann kann man natürlich auch unten Wasser reinmachen, macht man hier dann zu. Dann kann man das hier wieder entsprechend verschließen. So. Und dann, eigentlich sollte das hier ja drumrum sein. Also hier, genau hier klebt es. Also probieren wir es mal kurz, ob wir das richten können halbwegs. Ist gar nicht so einfach.
So, ja, ich glaube, wir haben es einigermaßen hingebracht. Und jetzt sieht das Ganze dann natürlich aus wie eine reguläre Wasserflasche, denn dieser Hohlraum ist hier mehr oder weniger versteckt durch das Etikett. Jetzt kann man hier oben und unten dann Wasser reinmachen und dann hat man hier ja, Platz für was auch immer man verbergen möchte. Die Flasche ist auch so halb offensichtlich gestaltet. Also wir lesen hier natürliches Mineralwasser, aber wir haben hier die Maske vom Karat. Auch hier der Albumtitel Aquarat ist etwas, der Albumtitel sage ich schon, der Flaschentitel, der Wassertitel ist angelehnt. Ohne Kohlensäure, Aquarat Quelle. Hier nochmals die Maske. Kein Weg. Ja, also normalerweise steht hier dann Mehrweg oder Einweg. In diesem Fall ist es eine Keinweg-Pfandflasche, 0,0 Euro. Das hat man sich natürlich auch nicht nehmen lassen, dass man hier die 1312 auf den Barcode gemacht hat. 0,75 Liter. So. Ja, also generell hat man sich hier einiges noch einfallen lassen. Wir lesen auch hier Quellort Dortmund. Erstklassige Qualität aus dem Herzen des Ruhrpots, angenehm, weich und erfrischend neutral im Geschmack, Qualität seit 2015. Und dann auch hier noch Auszug aus der amtlich anerkannten Analyse von GGG Institut Supremus, bestätigt durch laufende Kontrollanalysen. Ja, also hier hat man auf jeden Fall nicht gespart mit irgendwelchen Insidern und sonstigen Infos. Supremus Syndikat, dann hier noch Instagram und Facebook von 18 Karat. Ja, also man hat sie durchaus entsprechend gebrandet, die Flasche. So, und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch mit dabei Sticker. Und zwar in diesem Fall 8 Sticker an der Zahl. Zweimal das Albumcover hier quadratisch, zweimal dann hier der Schriftzug rechteckig und 4 solche schwarzen Sticker, die etwas merkwürdig aussehen. Und zwar sind die hier für die Box gedacht. Denn wir können hiermit mit diesen 4 Stickern, wenn wir möchten, die Augen hier entsprechend bekleben, also dass hier das Ganze nicht mehr komplett in Gold ist, sondern hier der Bereich der Augen in Schwarz ist. Ja, das ist natürlich jedem selbst überlassen, ob ihr die Sticker so lasst oder ob ihr sie dann wirklich auf eure Maskenbox anbringt. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal der eben gezeigte Stickerbogen, wie gesagt, 8 Stück an der Zahl. Das Poster, beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Dann diese Karte hier, beziehungsweise wenn man sie einknickt, dann als Mischeschale zu verwenden. Das Narco Trafikante-Shirt in der Größe L. Und natürlich das Album an sich, inklusive der Bonus-EP Plata Oplomo mit 18 plus 5 Tracks, also insgesamt 23 Stück. Und natürlich die Bunkerflasche Aquarat Naturell. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box. Narco Trafikante von 18 Karat. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 18 Karat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.